Wir sind die einzigen beiden im Startet hellen der Empfang. Pelzmantel. Ja, voll die krassen. Voll die Chavos hier, ey. Ne, Na, Baros, ich ja, stand da mit dem der mit Dunkeln. seiner Komikerjacke da mit Chavo. Meinst du den bunten da? Ey, aber meine Masken vorhin war hast du Killer. Pelz an? Wir haben beide Pelz an. Der sexy Van. Ja, genau der gleiche wie beim ersten Pop-Überfall beim Prolog von GTA. Ey, die Kiste erinnert mich so hart an Malcolm mittendrin. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, jetzt wo du es sagst. Hä? Jetzt wo du es sagst. Yes, no, maybe. Ey, die sind doch. Ich glaub, die haben noch sowas oder auch nicht. Irgendwie schon, ne? Das lief letztens erst wieder auf Pro7. Habe ich mir erstmal 2 Folgen reingezogen. Einfach Nostalgie. Was haben wir denn für Waffen? Schrotflinten? MPs? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Matze geholt hat. Ich glaube, MPs war Pistole. Okay, komm, wir gehen da jetzt rein und schießen nur mit Pistole. Wer ist dabei? Komm, Challenge. Könnt ihr gerne machen, ich verstecke yeah, mich jetzt hin. Jetzt werden wir Enricos Monster-Königsratte mal ausbuddeln hier. Ach, gibt keine Pistole. Von daher, ja dann. Nur die Kommando. Oder Karabiner, was ist das? Ja, was hatte ich? Ich hatte in irgendeinem Raubüberfall, glaube ich, mal eine Holzpistole. Jo. Hab ich mich auch gefragt, was das für ein Zeug ist. Ah ja, MP und Karabiner. Perfekt. Wir sind jetzt schon drin, Leute. Ja, wir sind jetzt unten. Auch kein Bohrer. Okay. Direkt hier unten? Ja, ja. Mhm. Das Beste, was du machen kannst. Oh, statt die nicht von Anfang an mit Gas kommen da so, ne, bei aggressiv. 3, 2, 1, go. Jesus! Ich soll ich dann gleich auch. Wie machen wir? 2 Leerräume oder 2 Hecken? Mit 2 Hecken und ich räume wieder mit leer. Ich kann das mit den Hecken überhaupt. So, echt nicht? Ich versuch's ständig, aber es klappt irgendwie. Ja, von mir aus, dann kann ich's auch probieren. Oder wir ballert wieder leer, oder? Ich check die Tore. Ja, geübt. Wenn es nicht der andere Scheiß jetzt ist. Ah, lass mal fahren lassen. Nee, ich glaube, das ist, Anruf gestanden. Das ist nur bei den anderen. Das knallt natürlich in den Ohren. Da geht aber gleich die ganze Story, die du geklaut hast. Ich hab ja den einen Hacker. Operation raus. Gar nicht. Lol, wieso ist es nur 2 Dings? 2,5. Ganz klassisch Bargeld.
Der Hack-Fehler? Nee, erst nicht, jetzt hat er dann die Ladung aufgebraucht, ist gut. Der schmort das Ding auf, oder was ist da los? Naja. Termit? Termitladung. Okay. Termit borstet sich durch das härteste Stahl durch. Es gibt Termitladung. Aber hey, ich hab doch... Wieso ist das da weg? Hey, wieso kann ich denn nicht plündern? Muss ich verarschen? Kannst das nicht, oder? Geht nicht. Wie geht nicht? Gibt's gar nicht. Ah, muss die Waffe nicht, wegpacken auf Krampf, ey. Kannst du mal gegen die... Aber das war doch der Hacker, der dir so viel Zeit gibt angeblich, oder nicht? Ah ne, wir sind ja... Ist wahrscheinlich, weil man auch aggressiv drin ist, oder was? Ja. Ach so. Gut, also bei C habe ich jetzt auch schon eine Sprengladung platziert. Zählt halt nur noch D. Ich ja, Zeit verplempert, weil da hinten die ging. Ja. Ich gehe jetzt noch zu H. Ich gehe jetzt über zu D. Ja, auf das Gas ist, kann man eigentlich scheißen, okay, ne? Bis auf C, bis auf C, ja, könnte man machen, theoretisch. Ja, wir haben ja eh hier Alarm, ey. Ja. Ein paar Snacks regeln auch noch gleich. Ja. Solange man nicht hier schnell stirbt, ey. Nee, geht. Naja, ich statt, ey, hat man keine Gasmasken geklaut, oder? Oh, lustig, ne? Kann man lieber die ganze Kohle hier mitnehmen. Was passiert eigentlich, wenn du Gasmaske dafür ausrüstest, dass du so eigentlich überleben musst? Also C ist noch free, also ist schon offen. Mhm. Ich bin noch bei denen hier. Einschließen können sie also einen ja auch einer nicht, theoretisch. Einer kann jetzt ruhig eine Runde sterben. Ich biete mich freiwillig an und gehe jetzt zu C rüber und räume den noch schnell leer. Geht ihr in der Zwischenzeit schon mal raus. Aber geht noch nicht in den gelben Kreis rein. Boah, ist ja zu viel zum Laufen. Gerade bekommen. Ja, wir können ihn nicht draußen sterben. Und stirbst du schnell? Ah, Step by Step, mehr oder weniger. Es geht wohl noch. Das Gas wird halt nur zunehmend stärker. Komm, 2 ja. Millionen, 2 Millionen. Ja, oder wenn du Snack hast, ey, kannst du auch weg. Achso, bist du schon fertig? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich jetzt kann darf aber keiner mehr krepieren, ne? Snacks. Jetzt darf keiner mehr. So, 3, 2, 1, so. Passt schon. So, letzte. Dann halte ich mich jetzt einfach ein bisschen zurück. Dann könnt ihr doch gut. Also ich mache jetzt gleich so. Ich mache gleich Instant Interaktionsmenü auf und fress dabei Snacks, während ich da rausballer. Na, kann ich nicht. Beste vergessen, euch einzupacken. Ja, wir haben mir eh keine Zeit, wir rennen zu können. Ruhig Zeit lassen hier. Relax, sind real. Na komm. Hier wird die Tür nicht. Alleine die Tür, ne? Sind wir nicht draußen? Ich denke, wir müssen noch den Tresor oben ausbauen machen. Oh, zu das Geld. Aber den Glitch haben sie geplatscht mit dem Doppelstack aufnehmen, oder? Schade. Das war echt zu schön. Solche einen Sack gebacken, ey. Toll, wo hängt der denn hin? Okay, da geht schon mal nichts. Du machst hier wieder eine Tresor öffnen, geh ich da jetzt rein.
wir können loslassen. Ey, von wo denn? Du Wichser, verpiss dich doch, Alter. Hinten spawnen 1000 Leute einfach nach, eiskalt. Gut, das ist das Maximale, was wir rausbekommen haben. Gut, dann ab zur Abfallentsorgung. Ich kann lieber hinten durchgehen, weil dann starten wir direkt an der Ecke, dann werden wir nicht vorne beschossen, noch von den anderen. Ich folge dir einfach. Falls er nicht wieder auf Fresse fällt. Ja, weil dann können wir links direkt über die Autobahn, sonst hast du ja erst noch da die ganzen Spackos vorne rum. Jetzt häng ich hier wieder fest. Ah, wackel. Okay. Die sind da immer noch die Schnauze gefallen. Nee, der rennt hier einfach nur so behindert. Typisch GTA-Charakter. Langsam will ich so an so einen Müdigkeitspunkt kommen. Oh, einfach so schön schlafen gehen. Oh, das wäre schon schön. Müde. Müde sagt. Ich bin seit 7:30 wach. Na, ich hab nur. Okay, ich bleib mir noch geschlafen, um sagen zu können, dass ich wach bin. Scheiße. Na, ich darf mal schlafen, muss nicht so ficken. Das ist Koordinat da. Da ist die Girl. Ja, für dich. Ich darf am Montag wieder arbeiten gehen. Wohin mit deinem Leben? Bist du ein Auto? In der Kfz-Werkstatt. Dahin geht mein Leben. Oh. Doch, Regierung schließt ja keine Kfz-Werkstätten. Sind ja so lebensnotwendig. Ja. Sehe ich anders. Tja, kaputte Autos kann gar keiner mehr zu arbeiten. Ich denke mal, so sehen die das. Haben heute keinen Bock. Oh, da kommt ein Bullen. Hab ein Auto. Die immer so ausrasten müssen hier, ne? Dann wegfahren, ne? Jetzt wird der wieder niedergemäht. Komm. Geht's auch. Wir werden zwar gleich selten Platten haben, aber drauf geschissen, Alter. Was ist denn jetzt da? Ja, Schale los! Fuck! Wie er fährt, wie ein Experte. Ey, ich lande auf den Reifen und er legt sich aufs Dach. Was ist das für ein blödes Scheißteil? Was fährst du da lang, Alter? Ich könnte jetzt, ohne Scheiß, ich könnte genau wegen so einer Kacke, ne, den Controller voll gegen die Wand scheppern, ey. Und dann denke ich mir, nee, ist zu schade. Ich krieg's Kotzen hier. Alter. Ach, wo starten wir denn jetzt? Scheiß Pisskröten. Ich komm raus zum Casino, ich bin mir nicht sicher. Nächstes Mal besorgst du ein paar Miniguns, ey. Oder ein Fahrrad, richtig? Ein richtiges Fahrrad besorgst du. Fahrrad, Alter, mit BMX, ey. Genau, mal. Und dann machst du Bunnyhop-Verfolgung. Also, wir spawnen draußen. Gott, ich krieg die Krise, Alter.
Komm, Mats, ich bin nicht der Fluchtwagenfahrer. Nee, ich fahr das Ding gleich auf. Nein. Kein Problem. Es gerade eben war einfach nur keine Ahnung, was das für ein Autist ist. Ist schon wieder auf Käse oder so, ey. Ist wieder auf Käse gegönnt, nebenbei. Immer Käse. Einfach der Bullenwagen, der hier unten gleich kommt, nehmen. Ja, ja. Da. Muss nur mal auf dem Rücken ein bisschen. Au, oh, fuck, das sind los. Boah, Digga. Ist der geil? Hallo? Ich hab da aus Versehen eh Annäherungsminen hingelegt, dann hätte es auch noch hinten losgehen können. Snacks, Leute. Ich dumm ihn gar nicht. Lol, er hat nur Annäherungsminen hier im Auto. Er hat eine Annäherungsminen im Auto? Kanalisation, links. Ich kann nur Annäherungsminen benutzen. Also, ich verstehe, wir haben eine Annäherungsmine am Auto. Ja, das wäre jetzt echt, Boah, schlecht. Hier, komm. Oh, macht Rutschstellen hier so. Da siehst du um 4 Uhr morgens ist der Chat ruhig. Tot, ja gesagt. Ey, du hast aber 11 Zuschauer. 10. Ah. Aber wir sind's 11. Eigentlich. Ich bin gerade 11 geworden. Du auch, oder was? Was? Ja, guckst dir selber zu, oder wie? Hä? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Ja, man kann doch 1 Zuschauer bekommen, wenn man sich selber zuguckt. Nee. Lol, guck mal. Was ist das denn hier? Ein unsichtbares Pulver. Ey, nein, die schießen. Bleib stehen. Ich mach die kalt. Ja, die sind schon tot. Der hätte mal ein zweites Auto gehabt. Ich euch mit dem gemacht. Ich hab ja noch nie hier unten gesehen. Oh, ey, ein unsichtbarer Bullenwagen. Zocker, Bro, vielen Dank für dein Follow. Sucuk. Mal klippen und so. Boah, so ein Sucuk-Ding wäre jetzt auch geil. Ein Döner mit Sucuk-Ding. Sucuk-Pizza. So ist ein Sucuk. Das ist einfach ein Bullwagen hier unten, unsichtbarer, ey. Auch das nicht ist schlecht. Ein unsichtbarer Sucuk-Wagen. Das ist das neue Modell. Ja, Mann. After Patch Moment. Rockstar dachte sich nur so nicht mit mir. Könnte wirklich so sein, ne? Machst du jedes Mal so. Wahrscheinlich hauen die irgendwann wirklich so in die unten rein. Ja, ja. Safe machen sie. Bin ich mir auch schon sicher. Ey, stopp, das Thema nicht mehr ansprechen, sonst passiert wirklich. Ach. Ja, Rockstar arbeitet mit NSA zusammen. Ich kenne wirklich keinen. Der hier nicht unten lang fährt. Kenn ich nicht. Jeder fährt hier unten lang. Und bleib doch mal stehen. Die Kopf sind noch da. Ach wirklich, meinst du, ich bin blind? Ja. Hier bin ich. Soll ich ein bisschen schießen? Nee, ich lass es mit dem Schießen lieber. Alter, wie lange bleiben die denn diesmal wieder? Ja, die fahren hier rein. Die fahren hier rein. Fahr weg. Wir steigen da und jetzt. Das kannst du machen. Da sind ja alle weg. Aber ich geh wahrscheinlich jetzt da oben und schimmeln da rum. Mach bestimmt gleich da oben eine Kaffeepause. Pardon, also. Die tun doch meistens noch hier reingefahren, wenn ich sie, aber. Hab ich auch schon mal. Die sind hier mit 3 Nuss lang entgegengekommen. Bin ich hochgefahren, genau an der Stelle jetzt, wo wir sind, ne? Da kam ein scheiß Newswagen hier entgegen und ist mir voll reingerast. Woher hatte ich dann schon wieder die ganze Kosten am Abstechen? Ja, komm, Alter, hier, komm, Abstechen. Bin getarnt, News. Wir haben eine unauffällige Geld. Natürlich ganz oben, ne? Da sollst du halt mit 5 Sterne hinfahren eigentlich, weißt du, da bist du eigentlich so komplett auf 1 Million runtergeschossen oder so. Naja. Bei den ganzen Straßensperren? Safe.
Vielleicht patchen sie auch einfach nur rein, dass man keine anderen Autos fahren kann, außer die Flugwagen. Eine ganze KI einfach rauspatchen. Ich hab's mal mit dem Civic gemacht, ne, mit dem Kanjo. Gott. Schlimm mit dem Frontantrieb da dadurch zu heizen. Sieht nur geil aus. Die Sirene, Alter. Ich kann die Hupe und Sirene gleichzeitig ertönen lassen. Machen wir die Sirene raus und drücken zweimal auf die Hupe und dann halt beim zweiten Mal gedrückt. Ich fahr die ganze Zeit jetzt mit Sirene und Hupe. Aber ich höre die Hupe nicht. Hup mal normal. Ja, jetzt hör ich. Dann streame ich noch, aber nicht mehr so lange, denke ich. Ach, schade. Ich dachte, du machst die Nacht durch. Was soll ich jetzt noch machen? Wie neulich. Mit dem Liebestest. Na. Diesmal ich Pimmel noch, ne? Leg die Eier drauf oder so. Schreib doch gleich drauf, das sind meine Shorts. Der denn da so rum? Alter. Der kippt einfach um in der Kurve. Scheiße. Eierschale. Matze geprüft die Kiste. Mhm. Let's play Onkel TÜV. Ah ja. TÜV Onkel. Genau, TÜV Onkel. TÜV Onkel. Neues Format. Ja. TÜV Onkel, weißt du? Matze testet euer Auto. Allen drum dran, ey. Wenn einer falsch geparkt hat, dann macht er den hier. Schlepponkel. Mhm. Kommt er mit seinem Apfelwagen. Genau. Dann schleppt dich weg. Onkel im Einsatz. Kopfonkel. Ich hätte jetzt voll viele Memes, die man so machen könnte, ne? Memes. Kopfonkel, TÜV-Onkel, Schlepponkel. Schlepponkel 2.0 im Club. Scheiße. Boah, ich dachte schon FIB, Alter. Hallo. Fett da so ein Granger rum. Ja, Mann. So ein aufgepumpter Muskelonkel. Klatschonkel. Testo-Onkel, Alter. Testo-Onkel. Klatschonkel, Testo-Onkel. Anabolonkel, ey. Anabolonkel. Anabolonkel ist auch. Anabonkel, Alter. Bononkel. Anabola Onkel, ey. Fubonkel. So tiefbeckender Onkel hat. Nee, kennt ihr nicht noch dieses Pokémon, das Kebunkel heißt? Wie fett? Kebunkel heißt es, glaube ich. Das, ja, richtig. Kebunkel. Die Bunkel, ah ja. Work. Die Onkel. Work. Voll drauf sind die, ja. Ich stelle mir gerade vor, weißt du, wie so Max so eine Rosse hat gehockt. Einfach so Quatsch. Ja, so den Kopf von Onkel auf den Klibunkel drauf und dann so Klibunkel. Richtig. Scheiße. Klibunkel. Du musst dir mal das Pokémon angucken. Und dann musst du dir einfach dich da drauf vorstellen. Oh, das ist schön. Oh, das Kopfkino. Aber die Sirene. Wir dürfen ja nicht mit Kopf antanzen. Eieiei. Kribonke. Mission fehlgeschlagen. Also jetzt haben wir ein neues Meme. Ey, im Video höre ich die Sirene. Ja, moin. Ich höre gar nichts.
Ey, bei mir war gerade ein Abspannvideo, die Sirene zu hören. Pfff. Ehre, Platin. Du weißt doch nicht, wofür? Trägen mal die Schieber hier. Nee, das sind die Glitcher. 424.000. 212.000. 780. Jetzt haben wir ein... 15%? Jetzt haben wir ein neues Meme entwickelt. Glibonke. Und... und das können wir... Das können wir jetzt immer mit Streamchat anwenden und niemand weiß, wovon wir reden. Ist so. Der Tiff-Onkel ist heute auf Anabol-Onkel. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world.